To me, it's like a sponge. You know, if you cut a sponge or a cheese, if you look at a cheese, you know, it's full of holes. Some holes are deep, some holes are top, close to the surface. And sometimes, like Ochikotu and Guinness, it was close to the surface and the roof collapsed. And that's why we can see this pocket. But there's definitely a lot more pockets all over the place. You know, the roofs haven't fallen in and we don't know about them. Die große Herausforderung ist hier natürlich das Abseil. Die Wasseroberfläche beginnt ungefähr in 120 Meter Tiefe. Es gibt mehrere Umsteigstellen und die tiefste Abseiltiefe ist ca. so 80 Meter. Nachdem wir da anderthalb Tage gearbeitet haben, mit Seil einbauen, Equipment runterbringen, nochmal in Ruhe alles durchgehen, vernünftiges Briefing, Einstieg ins Wasser. War mein erster Eindruck natürlich, wow, das ist natürlich schon ein geniales Teil. Abstand der außergewöhnlichsten Tauchgänge, die ich in meinem Leben gemacht habe und wo ich glaube, das ist schwer zu toppen. Persönlicher Tiefenrekord mit 178 Metern, Zeitrekord mit 8 Stunden, 1 Minute, also schon was Besonderes. Das Tauchen hier in Namibia, besonders in der Guinness, ist einzigartig. Ich finde, also sowas wie dies hier habe ich eigentlich auf der Welt noch nie gesehen.